Die erste Frau, deren Name in der Wissenschaftsgeschichte auftaucht, ist die Ägypterin Pesechet. Um 2600 vor Christus praktiziert sie als Medizinerin und bildet über 100 Geburtshelferinnen aus. Die Babylonierin Taputi Bela-Tekalim, 1200 vor Christus, kann man als die erste Chemikerin der Wissenschaftsgeschichte bezeichnen. Sie stellt Parfüm her und entwickelt chemische Laborverfahren wie die Destillation, die heute noch benutzt werden. Um 400 nach Christus hält Hypatia von Alexandria als erste Frau öffentliche Vorträge in Astronomie und Mathematik. Das bringt manchen Kleriker auf die Palme. Hypatia wird ermordet. Der Mord geht in die Geschichtsbücher ein, ihre wissenschaftliche Leistung nicht. Viele weitere Frauen leisten Großes in der Wissenschaft. So wie Caroline Herschel. 1786 entdeckt die deutsche Astronomin als erste Frau einen Kometen. Trotzdem werden forschende Frauen nur wenig beachtet. Das gilt bis weit ins 19. Jahrhundert. So geriet auch die wissenschaftliche Leistung der britischen Mathematikerin Ada Lovelace fast in Vergessenheit. Sie wird oft als erste Programmiererin der Welt bezeichnet. 1843 entwickelt sie ein mathematisches Programm zur Steuerung einer Rechenmaschine, die damals nur in der Theorie existiert. Eine Vorform des modernen Computers. 1903. Die Polin Marie Curie bekommt den Physiknobelpreis für die Erforschung der Radioaktivität. 1911 folgt der Nobelpreis in Chemie. 1917. Die Österreicherin Lise Meitner findet eine Erklärung für die Kernspaltung. 1953. Die britische Biochemikerin Rosalind Franklin macht die erste Röntgenanalyse von der Erbsubstanz DNA. Dennoch gingen seit Beginn der Nobelpreisverleihung vor 118 Jahren nur etwa 3% aller naturwissenschaftlichen Preise an Frauen. Als bisher einzige Deutsche erhält die Entwicklungsbiologin Christiane Nüßlein-Vollhardt 1995 den Nobelpreis für ihre genetische Forschung. Und 2018 gewinnt erstmals seit 55 Jahren wieder eine Frau den Nobelpreis in Physik. Donna Strickland für ihre Arbeit mit Laserpulsen.